So, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Baphomets Fluch 2,5. Wir haben jetzt endlich unsere lang ersehnte Taschenlampe gefunden, beziehungsweise wir haben sie noch nicht selber, sondern dieser nette Herr hat sie. Aber die werden wir dem jetzt bestimmt irgendwie abluchsen können. Hi, Hallo. mein Name ist Stobbart, George Stobbart. Und ich heiße Loser, Obdachloser. Ich will deine Gehört diese Taschenlampe. Taschenlampe Ihnen? Ja, gehört sie. Und das wird sich auch nicht ändern. Ja, das Und wollen wir wenn ich nochmal Ihnen im sehen. Gegenzug etwas anderes gebe? Glauben Sie mir, was ich will, haben Sie bestimmt nicht in Ihrem Besitz. Haben Sie eine Ahnung? Ich hatte schon mal einen Fisch in meiner Tasche. Aber mein Wunschgegenstand haben Sie bestimmt nicht. Ja, dann Ich warten ab, glaube du. schon. Auch einen Frauenslip? Oui? Das ist nicht Ihr Ernst. Warum nicht? Viele Männer haben feminine Seiten. Ich nicht. Nehmen wir doch mal Ihre Frisur. Was ist damit? Die ist feminin. Unsinn, die ist nicht feminin. Nur blond eben. Als nächstes kommen Sie mit meiner Figur. Das wäre das Nächste, was ich sagen wollte. Lassen wir das. Ich werde sehen, ob ich Ihnen einen Slip besorgen kann. Ja, was heißt besorgen? Wir haben doch schon einen hier von Robino. Bitte schön. Ich habe den Slip für Sie. Geben Sie schon her. Bitte. Und nun die Taschenlampe. Hier ist die Taschenlampe. Ja, astrein. Die Batterien scheinen leer zu Der hat da eben sein. noch geleuchtet. Oh Mann, wo kriegen wir denn jetzt Vielen Batterien? Dank. Wo kriegen wir denn jetzt Batterien her? Ah, wie leicht sind in dem Stromkasten. Das wäre eine Idee, du. Aber ich würde sagen, in der Zwischenzeit speichern mal vielleicht. Weil vom Spielstand her könnte ich vermuten, dass jetzt so langsam vielleicht doch mal. Und hier ist immer noch dieser Brunnen, wo eventuell Nico sich ja mit irgendwelchen Leuten trifft. Nicht, dass da demnächst dann doch irgendwelche Bösen mal auftauchen. So wie damals Flap und Guido. Nein. Erinnert ihr euch noch an Flap und Guido? Das geht nicht. Okay. Ach, jetzt können wir den noch mal mit dem. Ah, ist okay. Ja, jetzt weiß ich auch, wofür ich allen gesunden Menschenverstand über Bord werfen kann. Wegen zwei lausiger Batterien. Besser als nichts. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal diese Da scheint Batterien. noch Strom drauf zu sein. Mir wird ganz mulmig um die Magengegend. Soll ich da wirklich ungeschützt reinfassen? Warum denn nicht? Uah. Oh. Okay, das war's wohl nicht. Gut, also das heißt, wir kriegen den Stromkasten jetzt zwar auch, da sind auch passend Batterien für unsere Taschenlampe drin, aber irgendwie, Ja, jetzt weiß ich auch, wofür ich allen gesunden Menschenverstand über Bord werfen kann. Wegen zwei lausiger Batterien. Besser als nichts. aber wie kriegen wir die denn jetzt auch? Nö. Nö. Verdammt, das hat wehgetan. Aber Ach wenigstens bin ich so. nun im Besitz zweier mutig ergatterter Montfaucon-Batterien. Prima. Der Pullover hat hier so isolierende Wirkung oder was? Ja, egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Taschenlampe mit funktionierenden Batterien. Und dann können wir jetzt endlich in diese Zeitung einbrechen. Mal. Dann gehen wir da jetzt rein. Muss ich jetzt die Taschenlampe anklicken, um da reinzugehen? Wahrscheinlich. Verdammt, die Batterien scheinen leer zu sein. Was? Wir haben die Autsch! doch. Wir haben die doch. Hoppla! Ich sollte mich besser beeilen. Ich meine, sind wir jetzt drin? Wir haben die doch gerade frisch geklaut aus dem Stromkasten, also mein lieber Scholli. Okay, hier kommen wir irgendwie. Wir können uns das Regal nachher angucken und wir können offensichtlich den Feuerlöscher klauen. Ich brauche keinen Feuerlöscher.
Oder wir können ihn auch nicht klauen. Also wir können ihn tatsächlich nur das Regal schauen. Wir suchen ich ja irgendwelche. Das Regal. Auf allen Regalen stehen die Jahrgangsausgaben der Zeitungen. Wir suchen doch, dachte ich. Nein. Wir suchen doch, dachte ich, hier den Artikel über Nico. Ah, da ist ein spezieller. Ach, über Nico und diesen Attentatsversuch. Suche stoße ich auf eine Ausgabe, die am interessantesten erscheint. Auf den Pariser erscheint. Bürgermeister. Das Attentat wird hier in überdimensionaler Größe angeprangert. Reporterin unter Mordverdacht. Die renommierte Pariser Fotografin Nicole Collard wurde am frühen Montagabend nach stundenlangem Verhör aus der Obhut der Polizei entlassen. Der Verdacht würde sich nicht erhärten, dass die Journalistin in Verbindung mit dem Anschlag am ermordeten Bürgermeister Bernard Lemaire stehe, so Polizeiinspektor Henri. Lemaire wurde in jüngster Vergangenheit immer wieder Opfer zahlreicher Anschläge, nachdem er sich offen dem Kampf gegen den Pariser Sektenkult und deren totalitäre Strukturen widmete. Die 34-jährige Fotografin geriet in Verdacht, als sie der irische Journalist Ferdinand Irvine beschuldigte, mit den Anschlägen in Verbindung zu stehen und sie mit einer sektenähnlichen Organisation, die sich selbst Templer nennen, in Verbindung brachte. Irvine kündigte an, in den nächsten Wochen seinen Anschuldigungen Beweise folgen zu lassen. Ja, da will ich ja wohl mal meinen. Zeit wird der Journalist derzeit von der Polizei an einem geheimen Ort versteckt gehalten. Das ergibt keinen Sinn. Wieso sollte Nico jemanden töten wollen? Ich muss etwas zu diesem Reporter Irvine herausfinden. Nur wo? Der Polizei. Hey, sag mal! Der will uns umbringen hier! Mann, George, beeil dich doch, es brennt! Verdammt, er klemmt in der Halterung. Nö, oh nee. Das verbietet mein gesunder Menschenverstand. Wer wollte uns denn jetzt hier umbringen? Lobineau. Erinnert euch? Lobineau hat uns den Tipp gegeben mit der Zeitung. Und Lobineau wusste, dass wir hier zur Zeitung wollen. Merkwürdig. Der Einzige, der wusste, ja, sag ich ja. Lobineau. Der Mörder. Auf zu Lobineau zur Rede stellen. Mit Schwein. Weil ein bisschen, ja, ein bisschen zügiger könnten wir schon gehen, finde ich. Denn wir sind gerade knapp hier einem Mordanschlag entgangen. Okay, wir gehen jetzt nochmal zur Rue Jarry. Vielleicht ist Nico jetzt endlich mal da. Und wir können sie zur Rede stellen. Und ansonsten sprechen wir im Anschluss, wenn Nico nicht da sein sollte, reden wir mit der Blumenverkäuferin über diesen Attentatsquatsch. Vielleicht hat die ja irgendwelche krassen Infos dazu. Also wir wissen jetzt, dass wir irgendeinen Reporter Irvine finden müssen. Das ist offensichtlich aus dieser Einbruchsaktion herausgegangen. Und wir wissen, dass Lobineau uns töten wollte. Okay, Nico ist nicht hier. Am Anrufbeantworter blinkt nix. Das heißt, wir reden mit der Blumenverkäuferin. Kann man hier nicht irgendwas machen, was ich übersehe? Nee. Zumindest sagen wir der sonst, dass das Eis ziemlich scheiße schmeckt. Entschuldigung. Oui? Oh, Sie sind es. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie wiederkommen werden. Ja, das haben Sie wohl. Ich gehe dann mal. Okay. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Also das über irgendeinen Irvine oder irgendeinen... Oh nein, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendeinen Irvine oder irgendeinen... Gut, was können wir jetzt als nächstes machen? Also wir wissen jetzt, dass irgendein Irvine behauptet hat, Nico will den Bürgermeister töten und sie mit den Templern in Verbindung gebracht hat. Und dass Lobineau uns umbringen wollte, das Schwein. Okay, dann reden wir mal mit dem Eisverkäufer nochmal. Sagen dem zumindest, dass sein Eis scheiße ist. Junge, dein Eis ist muck. Das wird nicht funktionieren. Nicht. Dann gehen wir nochmal zurück zum Montfort. Das ist das Einzige, was wir... Oder vielleicht... Ne, wir gehen nochmal zum Café. Vielleicht taucht Lobineau nochmal auf.
warum auch immer er da auftauchen sollte. Und dann können wir ihn zur Rede stellen. Zum Kaffee. Ja. Oder aber wir können in irgendeiner Art und Weise. Finden wir irgendwo ein Telefon? Vielleicht können wir dann diesen netten Gendarm an. Ja, vielleicht hat die Kellnerin ein Telefon. Diesen Polizisten anrufen, der hat uns ja. Falls ich was für Sie. Okay. Ja, willst du das geht nicht. Vielleicht müssen wir die Bar untersuchen. Ich fasse es nicht. Nach all den Jahren haben sie die Bar tatsächlich wieder auf Vordermann gebracht. Okay, setzen können wir uns auch nicht nochmal. Das ist die Chance, dass wir Lobino hier sehen, ist auch sehr gering. Ja, dann gehen wir jetzt einfach, ich meine, sonst haben wir auch keine Möglichkeit mehr, gehen wir nochmal zu Montfaucon. Vielleicht, gibt sich da ja noch irgendwas cool. Weil offensichtlich gibt es ja auch noch vier Orte, so wie ich das sehe, die wir erkunden können. Aber die müssen wir erstmal freispielen. Gut, vielleicht gucken wir uns da doch mal diesen Galgen an. Geht uns da ja irgendwas. Vielleicht ich soll mich also erhängen? Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Das hier sind die Überreste der Galgen, an denen die Templer zu Zeiten Philipp des Schönen gehängt wurden. Grausam. Dann gehen wir nochmal hoch. Vielleicht hat der Obdachlose ja noch irgendwas Hilfreiches für uns. Vielleicht hat er ja irgendwie Nico und einen Mann gesehen oder so. Sonst auch Nick gucken können, ne? Hallo. Okay, vielleicht will der ein Eis. Das hier ist eine Schere, habe ich in der Handtasche meiner Freundin gefunden. Sie haben eine Freundin? Ja, warum nicht? Wenn ich eine Frau wäre, würde ich mich nicht mit so jemandem wie Ihnen treffen. Hey. Na Gott sei Dank sind Sie keine Frau. Ja okay, also offensichtlich, das ist auch eine Sackgasse. Dann gehen wir noch mal einmal in die Kirche sozusagen. Haben wir jetzt eigentlich den Pullover da drin? Oh. Ja, Lumino hier. Warum er immer der hier sein sollte. Oder der Priester ist nochmal hier und hilft uns weiter. Sonst auch nichts hier. Also wie gesagt, diese Statue, die hat uns ja im ersten Teil sehr geholfen. Was wir hier machen können, ist aus dem Fenster kicken. Ich hatte noch nie viel für Kirchengemälde oder wie in diesem Fall Scheiben übrig, doch irgendwie beeindrucken sie mich von Mal zu. Okay, das hat jetzt auch nicht. Ich hatte. Okay, ja, dann weiß ich es tatsächlich gerade auch nicht, oder? Guck mal, ich suche diese alte Zeitung nach etwas Brauchbarem ab. Doch bis auf einen Bericht über einen Krankheitsausbruch einer Londoner Schule, bei dem Hunderte von Kindern über Verstopfungsprobleme klagen, ist nichts Interessantes drin. Igitt, das Eis kann man immer. Toll. Vielleicht müssen wir. Oh nein. Okay. Wäre jetzt so die Verzweiflungsaktion gewesen, irgendwas kaputt zu schneiden. Okay, aber irgendwie kommen wir gerade nicht weiter. Ich würde sagen, wir nehmen alle nochmal unsere Gedanken zusammen und finden in der nächsten Folge dann gemeinsam raus, wie es weitergehen wird. In diesem Sinne, tschüss!